Sorry, harte Schale. So, genau. Still und leise endet auch diese Kopfgeldjagd. Ja, wir sind ja schon mal aufgekommen, dann kriegen wir es auch nochmal hin. Hey, bleibt hier, ich brauche neue Freunde. Verdammt. Wurden hier regelmäßig ausgesetzt. Tja, ich habe Ihnen gesagt, ihr solltet die Promenade höher bauen. Sonst bettelt ihr ja nur um einen Haiangriff wie den letzten. Aber haben Sie auf mich gehört? Nein, überhaupt nicht. Wieder einmal kehrt der Hai zu diesem Ort der Ruhe zurück. Ja, muss ich ja auch, sonst komme ich da nicht weiter. So, das ist auch erledigt. Da müssen wir gucken, dass wir das Tor zum... den aufmachen können. Catfish Bay ist wahrscheinlich das letzte Kapitel. So, das heißt, jetzt machen wir den hier. Da müssen wir gucken, wie wir da rumkommen. Weil, was passiert, wenn wir alle erledigt haben? Kommt dann überhaupt noch einer? Und was bekommen wir denn dafür, wenn wir den letzten auch erledigen? Brutale Muskeln. Ah, okay. Jetzt sehe ich aber gerade, ich schwimme in die falsche Richtung. Die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen ist kurz. Sie haben das Haiweibchen und seine vielen Verbrechen bereits vergessen. Und so endet die Kopfgeldjagd. Proteinergänzung enthält keine Zusätze, sodass der Hai sich keine Gedanken über versteckte Farb- oder Geschmacksstoffe machen muss. Ruderboote sind die häufigsten Boote in der Nähe von Ufern. Also ist das ein eher banaler Anblick, der kaum der Rede wert ist. Im Laufe des Lebens eines Bullenhais nimmt er ein recht breites Sortiment an Ballast und Treibgut zu sich. Ich kann das Schild hier mitnehmen. Er rechnet es da nicht damit, dass dann gerade da ein Hai auftaucht. Ein Kopfgeld wurde ausgesetzt. Und jetzt wird eine gefährliche Armee gesetzloser, schießwütiger Sadisten alles erschießen, was sich bewegt. Ja, aber das Schöne ist, die kommen halt nicht zu mir rüber. Allerdings, okay. Ich mag zwar nicht wissen, wie man einen Fischteich richtig erhält und versorgt, aber das ist ein Lernprozess. Da hat ja ausnahmsweise mal recht.
Ja, haben wir hier irgendwas versteckt? Da ist es doch. Jeder, der einmal in die Mageninhalte eines Hais eingetaucht ist, weiß, dass sie so gut wie alles fressen. Das stimmt. Das heißt, die haben wir dann auch alles. Vorne ist noch. Gehen wir wieder zurück. Achso, ich kann wieder nicht, weil wir am Kämpfen sind. Oh. Wer nervt uns denn jetzt? Immer noch die Taucher. Und die sind auch ganz zufällig genau da, wo ich eigentlich hin muss, ne? Komischer Zufall. Dass Port Clovis sein Schurkenhai-Weibchen völlig vergessen hat. Vorerst. Ja, fragt sich wie lange. Seit dem Moment seiner Geburt sind die kalten, ausdruckslosen Augen des Hai-Weibchens ständig auf der Suche nach Nahrung. Ja, wenn man danach geht, wir sind ja schon ein paar Mal gestorben. Also wir haben es jetzt nicht geschafft, komplett hier durchzukommen, ohne zu sterben. Also wenn man danach geht, wäre das Hai-Weibchen ja schon längst weg vom Fenster. Los, mach einen Abgang. Geh mal hämmern, Junge. Schließlich hat Port Clovis einen Ruf für seine nachgeahmte, politisch verwirrte Straßenkunst gewonnen. Wenn man sonst nichts hat.
Ja, ich brauche wieder was zum Werfen. Kann man nämlich so schön das Tor aufmachen. Killerkönigin. Das müsste aber dann auch der Boss sein, ne? Ja, da ist er, Free Willy. Das ist der Boss, Togo. Kyle ist früher Schlittschuh gelaufen, das stimmt, aber man bekommt keine Stipendien, wenn man einen Big Air Rail Jam gewinnt. Das Gefühl, dass er es nicht mag, wenn wir also an Land gehen. Die Haifischjagd wurde im alten Fidschi durch ein königliches Dekret verboten. Aber dies ist definitiv nicht das alte Fidschi. Es gibt viel mehr Spirituosenläden und Kreditgeber. Das ist ein Walker-Po. Kyle ist früher Schlittschuh gelaufen, das stimmt, aber man bekommt keine Stipendien, wenn man einen Big Air Rail Jam gewinnt. Prosperity Sands erinnert uns daran, dass der Bau von Zweit- und Drittwohnungen manchmal Gedanken wie den Verlust der Artenvielfalt verdrängt. Ja, es ist wunderschön hier. Leider sind Bullenhaie farbenblind. Mit der Springerei ist manchmal ziemlich nervig. Eine weitere Haifischjagd neigt sich dem Ende zu. So, gucken wir nochmal. Knochenzähne, Verteidigungswert.
Gesundheitsregeneration, Bissschaden. Wir haben noch nicht aufgewertet, komm. Selbst der Knochenkörper ist schlechter als die bioelektrische. Ich würde die mitnehmen, die Zähne erstmal, weil die nochmal Leben geben. Selbst für einen Hai ist Zeit für sich allein wichtig, um nüchterne Selbstreflexion zu betreiben. Na, Free Willy, jetzt geht's dir gleich an den Kragen. Wir brauchen noch zwei von den Sehenswürdigkeiten. Ich würde sagen, den nehmen wir auch noch mit. Eine Kiste, die soll laut Bild ungefähr hier sein. Da auch, wo sich unsere Killerkönigin befindet. Noch einen Kopf gibt es dafür. Wow. Aber mir fehlt dann immer noch ein. Ich habe ihn gefunden. Der ist hier. Da haben wir die Karte nämlich auch direkt auf 100%. Das wohl schwimmen. Wenn man wie ich ist, fragt man sich wohl, was das Geheimnis für solch langlebiges Pappmaché ist. Hi. Er tanzt einfach weiter. Habe ich die nicht erlaubt. Also wir gehen wieder. Auf Bullenhaie 1997 als illegal erklärt wurde, umgehen viele Haifischjäger das Verbot, indem sie ihm keine Beachtung schenken. Reicht dir nichts auch. Na komm, einen noch. Von Clovis ist in den letzten Jahren
etwas Geld da reingesteckt. Das wird ein Lasertag-Freizeitpark. Irgendwo soll das andere sein. Ah, da ist das. Kattenkopf. Wer den T-Rex als Lieblingssaurier hat, ist langweilig und einfallslos und muss einen anderen Lieblingssaurier wählen. Langsam nervt ihr mich aber. Oh, auch nicht schlecht. Zappelschaden. Und den können wir auch verbessern, sehe ich gerade. Aber mit dem will ich mich ehrlich gesagt noch nicht da anlegen. Ich will nämlich erst unseren Kai machen, also unseren Killerwal. Die machen wir als letztes Jäger. Wenn wir alles freigeschaltet haben. Am besten auch noch vor Petey. So, da gibt es Knochenkopf. Was macht der? Können wir nicht sehen. Verstärkter Knorpel? Okay. Was das wohl ist? Atomarer Kopf. Das ist DLC. Ja, das ist DLC-Teil. Dafür müssen wir erst die anderen Sachen machen. Wann kommen eigentlich deine Sachen wieder auf YouTube? Ach, der ist bestimmt gerade kochen. Die Jagd ist vorüber. Aber dies ist nur eine Verschnaufpause im ewigen Kräftemessen zwischen Mensch und Natur. Wir schwimmen direkt rein. Ein schwarz-weißes Tier greift an. Der Orca. Boah, scheiß Vieh macht aber ganz schön Damage, Alter. Es hat uns gekillt. Der Orca frisst nun die übergroße Leber des Hais, reich an Vitamin A, C, Alter, und B12 sowie Eisen und Riboflavin. What the fuck? Die Analyse der Küstengewässer zeigt, dass der Besitzer des Gebiets eines Tages einen netten Scheck des National Flood Insurance Program erhalten wird. Weil ich sehe gerade, ich habe schon den höchsten Verteidigungswert.
Aufgrund der zunehmend ungeschützten Küstenlage von Caviar Key verursachen Stürme, die vor 3 Jahrzehnten nur geringe Auswirkungen hatten, heute erhebliche Überschwemmungen. Gleich wieder da. Ein schwarz-weißes Tier greift an. Der Orca. Waren einst die Hauptattraktion von Meeresthemenparks. Jetzt haben sie noch einen neuen Lieblingstrick. Töten. Dieser Hai ist eine Art Superabfallplünderer, der im Prinzip keine Geschmacksnerven besitzt.